Wir schreiben das Jahr 2008. Nach der Erkenntnis, dass er MMORPGs an sich nicht ausstehen kann, ist Alana nun doch noch auf der verzweifelten Suche nach einem Vertreter des Genres, der ihn überzeugen kann. Die Reise mag hoffnungslos erscheinen, dennoch gibt er nicht auf und begibt sich in verschiedenste Online-Welten. Seine Erlebnisse dort hält er in einer Videochronik fest. Dies ist Alanas MMODyssee. Man ist diese ständige Selbstweicheräucherung der Entwickler ja gewohnt. Das sieht man jährlich bei der E3, wenn sich die großen drei mit ihren Pressekonferenzen selbst in den Himmel loben. Aber manchmal auch an Spieletiteln selbst, so wie hier bei Perfect World. Ja, ob der Titel jetzt hält, was er verspricht? Ich hab mich mal dran gewagt. Was wirklich toll ist an Perfect World, ist der Charaktereditor, denn anstatt nur typisch Rasse, Geschlecht, Klasse und ein paar kleine Details einzustellen, kann man seinen Charakter wirklich bis aufs letzte Glied komplett konfigurieren. Also man kann an den Augen herumspielen, man kann die Nase richten, man kann den Mund neu platzieren, man kann sich aus unzähligen Frisuren seine Lieblingsfrisur auswählen und so weiter und so fort. Also der Editor macht echt schon Sims Konkurrenz. Aber natürlich, irgendwann hört es auch mal mit dem Charaktereditor auf und dann begibt man sich ins eigentliche Spiel und merkt, hier sieht's aus wie bei jedem anderen MMORPG. Natürlich, man startet irgendwo in der Landschaft, darf erstmal ein paar Monster kloppen, sucht sich dann seine ersten Quests in einer nahegelegenen Stadt, schaut sich im Questlog dann genau an, was man nochmal zu töten hat, wenn man nicht aufgepasst hat, und macht sich auf die Suche nach diesem kleinen Kerlchen. Dabei habe ich dann wieder schnell gemerkt, dass ich mit meiner Rassenwahl die Arschkarte gezogen habe, denn komischerweise kamen die Menschen auf die Idee, komm, wir haben eine Burg, wir bauen die irgendwo ganz oben auf einem Hügel, der genau zwei Zugänge hat. Wuhu! Das Problem ist, das ist mir natürlich mit wieder jede Menge Latscherei verbunden und ihr wisst ja, wie ich zur Latscherei in MMORPGs stehe. Deswegen habe ich World of Warcraft weggelassen. Das Schöne ist allerdings, der Weg nach unten ist wesentlich angenehmer, denn man kann in Perfect World nicht nur springen, sondern man kann auch ganz schön tief fallen, ohne dabei großartig Schaden zu nehmen. Das ist gar nicht so schlecht, allerdings, den ganzen Weg, den man dann runterspringt in 5 Sekunden, den muss man dann in mehreren Minuten wieder nach oben latschen. Ein bisschen anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, der Kampf ist typisch, ich meine, klickt auf den Gegner, hofft, dass er zu Boden geht, bevor man selbst drauf geht. Man haut ein paar Skills um die Ohren, hin und wieder schmeißt man vielleicht mal einen Heiltrank rein und ja, typisches MMO. Das hat mich dann auch nicht lange halten können, ich habe mich relativ schnell gelangweilt und mit einem Blick auf die riesige, riesige Weltkarte habe ich mir gedacht, oh Gott, die will ich gar nicht näher kennenlernen. Interessant dabei ist allerdings, diese Weltkarte ist in unterschiedliche, sagen wir mal, Regionen unterteilt und diese können von verschiedenen Gilden erobert werden, also sozusagen Archlord in kleineren Portionen. Dieser große Gilden-PvP-Teil ist natürlich erst High-Level-Content, ich habe auch sicherlich auch noch Dungeons verpasst und wenn ich richtig verstanden habe, dürfen auch noch Nicht-Elfen ab einer bestimmten Stufe, ich glaube 20 oder so, fliegen, aber so weit möchte ich es gar nicht erst kennenlernen. Ich habe es bis Level 7 gespielt und da war es mir schon genug. Perfect World ist dementsprechend also nicht wirklich perfekt, denn unter perfekt verstehe ich nun mal, dass es wirklich allen gefallen sollte und ihr seht ja, mir hat es wieder nicht gefallen. Aber man könnte mir auch vorwerfen, ich sei sowieso ein hoffnungsloser Fall in Sachen MMORPGs. Aber na gut, ich gebe trotzdem nicht auf, auch wenn Perfect World jetzt ebenfalls nicht das MMORPG meiner Träume ist. Ich werde mich weiterhin auf die Suche begeben und vielleicht mit etwas Glück und einem kleinen Wunder könnte ich doch das MMORPG finden, das mir wirklich, wirklich, wirklich gut gefällt. Damit will ich das Kapitel Perfect World abschließen und wir sehen uns dann beim nächsten Kapitel meiner MMODyssee. Bis dahin, fröhliches Grinden!